Made with the Unity. Colosso Games. Colosso Games. Colosso Games. Lade. So, und damit herzlich willkommen zu einem weiteren Spiel aus der Reihe eingespielt. Wir spielen heute an Antenna Dilemma. Ein Spiel, das es kostenlos auf Steam gibt. Und wohl ein kleines Point-and-Click-Adventure ist. Wir legen einfach direkt mal los, klicken auf neue Spiele und schauen mal, was passiert. Nur noch eine Stunde, bis meine Lieblingssendung läuft. Mann, ich liebe diese Sendung. Aber jetzt gerade läuft gar nichts. Was ist das alles für Müll? Unboxing-Zeug, Think Outside the Box, Werbung. Ernsthaft, wer schaut sich denn immer noch die Kastendashians an? Ich habe 200 Sender auf diesem Teil und trotzdem ist nichts dabei. Komm schon, es müsste doch etwas geben. Wow, was zur Hölle war das? Nein, 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 der Fernseher ist ausgegangen. Ich kann meine Lieblingssendung nicht verpassen. Ich habe noch nie eine Episode verpasst. Das ist ein Desaster. Kapitel 1. Eckige Augen. Okay, keine Panik. Was war noch gleich die Handlungsanweisung? Handlungsanweisung 4P23.1 und dann kümmere ich mich selbst darum. Oder Handlungsanweisung 3P12.7 und ich rufe den Notfallservice an. Ich erinnere mich nicht mehr. Vielleicht ist irgendwo beim Fernseher ein Hinweis versteckt. Gut, dann schauen wir uns mal um. Hier gibt es eine Schublade. Alle meine alten VHS-Kassetten sind da drin. VHS. Oh, etwas Bargeld. Eingeklemmt zwischen Jäger der verlorenen Kiste und Quadratinator. Das nehme ich besser mit. Ich könnte etwas Geld gebrauchen, um meinen Fernseher repariert zu bekommen. Jo, was gibt's hier noch? Da gibt's noch einen Fernseher. Nichts außer statisches Rauschen. Ich wette, die Antenne ist beschädigt worden. Ich muss sie repariert bekommen. Das ist ein altes Bild meiner Eltern. C32-1234 und C35-2345. Ich sollte sie öfter besuchen, aber es laufen so viele gute Sachen im Fernsehen, dass ich nie die Zeit dazu finde. Können wir noch eine andere Schublade öffnen eigentlich? Vielleicht kann ich mich nach meiner Sendung hinsetzen und eine von meinen Kassetten anschauen. Ich glaube, heute Abend läuft sonst nichts Gutes mehr. Okay, und die obere? Ach, das gleiche. Alles gut. So, dann haben wir hier eine Box, eine schwarze Kiste. Diese kleine schwarze Kiste gibt jedem so viele Fernsehsender. Und sie ist total umsonst. Der Würfel gibt sie an jeden aus. Mann, unser Anführer ist so eine wunderbare Person. An der Vorderseite der Kiste ist ein kleines Schild. Im Falle eines Notfalls rufen Sie 2102 an. So, hier gibt es noch Kisten. Meine private Würfelsammlung. Oh, sowas habe ich auch hinter mir stehen. Hellgrau, Mittelgrau, Dunkelgrau. Alle Farben des Regenbogens. Das ist ein Zeichen meiner Wertschätzung der Art und Weise, wie der Würfel unsere Stadt regiert. So, was gibt es hier sonst noch? Ich glaube, hier sind wir durch. Mal auf die Seite. Ein Telefon. Und die Nachbarschaft. Aus dem Fenster schauen kann ich nicht, dann düsen wir nochmal zum Telefon. 2102. Hallo, Sie haben die Fernsehnotfall-Kundenservice angerufen, den. Wie kann ich Ihnen helfen? Hallo, hier ist C432632. Hören Sie, Sie müssen mir helfen, schnell, es ist ein Notfall. Mein Fernseher funktioniert nicht mehr und es ist nur noch weniger als eine Stunde, bis meine Lieblingssendung anfängt. Oh je,
Das klingt nach einer beschädigten Antenne. Das ist ein echter Notfall. Schaffen Sie es rechtzeitig zum Fernsehgeschäft und wieder zurück? Ja, das liegt hier die Straße runter. Dann gehen Sie da runter und sagen Sie denen, die sollen einen F4.23 durchführen. Die wissen dann schon, was zu tun ist. Wenn keiner da ist, dann können Sie sich eine Antenne ausleihen, ohne eine Entschuldigungsnotiz dazulassen. Gemäß Regierungsanordnung 4Y2.9. Danke für Ihre Hilfe, ich gehe sofort los. Interessant, dass die nicht irgendjemand losschicken. Okay, das heißt, wir müssen raus aus unserer Bude in die Nachbarschaft. Ich traue mich ja eigentlich gar nicht so. Irgendwie habe ich so ein bisschen Angst. So. Aber wir brauchen eine Antenne, es muss sein. Ich kann nicht ohne meine Haftnotizen rausgehen. Okay. Wer weiß, auf was für gefährliche Dinge ich da draußen stoßen werde. Also, hier gibt es noch Haftnotizen. Ein nagelneuer Haftnotizblock. Die werden noch nützlich sein, falls ich später etwas aufschreiben muss. Ich sehe den Sinn nicht. Ja, ich auch nicht. Ich habe es einfach mal probieren wollen. Gut, aber jetzt gehen wir endlich in die Nachbarschaft. Oder habe ich noch was vergessen? Nein, so. Mein Haus. Werbung für Pizza. Werbung für Pizza ist immer wichtig. Einkaufsläden. Antennen. Haus des Nachbarn. Mein Nachbar wird mich nicht so einfach hereinlassen. Okay, das ist ja auch egal. Wir schauen uns einen Baum an. Ich weiß nicht, was für eine Art Baum das ist. Ich bin mir allerdings sicher, dass es kein Boxbaum ist. Aha. Okay. Antenne. Was ist passiert? Die Antenne ist vollkommen zerstört. Briefkasten des Helden. Wir sind also ein Held. Keine Post heute. Ich warte immer noch auf die monatliche Ausgabe des Esquire Magazins. So, Werbung für Pizza. Das ist eine Werbung für Papa C37-1865 Pizza. Die machen wirklich großartige Pizza. Pizza, Pizza. Hier ist vor allem alles eckig, ne? Rufen Sie 7499 an für die beste Pizza der Stadt. Pizza, Pizza. Meine Lieblingspizza ist die Quadraterita. Und sie ist noch viel besser zu Hause, zusammen mit einer guten Fernsehsendung. Ich bin so froh, dass ich eine Reklametafel vor dem Haus habe. Genau, so musst du dir die Nummer nicht merken. Du gehst einfach raus und guckst dir die Nummer an. Okay, wir düsen mal zu den Einkaufsläden. So, Fernsehgeschäft. Supermarkt. Zum Supermarkt müssen wir ja nicht. Da ist wieder die Nachbarschaft. Da ist eine Mauer. Die ganze Stadt ist von Mauern umringt, außer der Grenzposten. Es stört mich tatsächlich überhaupt nicht. Ich bin nicht an dem interessiert, was außerhalb dieser Stadt liegt. Warum sollte ich gehen wollen, wenn ich hier im Paradies lebe? So, hier oben, die haben noch Antennen, da haben wir irgendwelche Läden, da haben wir einen Mülleimer. Der Mülleimer ist leer, bis auf ein Bonbonpapier. Würfelkaramellen. Und da ist ein Witz draufgeschrieben. Was ist ein gesunder Würfel zum Abendessen? Eine Kochbox. Naja, legen wir das Bonbonpapier mal wieder dahin, wo es hingehört. Zurück in den Müll. So, hier gibt es einen Verkaufsautomat. Dieser Verkaufsautomat ist total leergeräumt. Alle Chips, Getränke und Süßigkeiten sind schon rausgenommen worden. Alles, was noch übrig ist, ist ein mickriger Salat. Wer kauft denn überhaupt Salat aus einem Verkaufsautomaten? Ja, das frage ich mich auch immer wieder. So,
Oh, hier ist ein Supermarkt, der ist geschlossen. Ich komme hier für meine Einkäufe her. Es ist momentan geschlossen. Ich habe gerade Fernsehpause, kommen Sie in einer Stunde wieder. Kann ich dem Typen nicht übel nehmen. Das ist eine gute Ausrede. So, dann düsen wir zum Fernsehgeschäft. Hallo, ist hier irgendjemand, der mir helfen kann? Irgendjemand? Dieser Ort ist verlassen. Tja, abgesehen von der Dosenschildkröte. Ich denke, sie bewacht den Laden. Naja, dann bin ich wohl auf mich allein gestellt. Ich muss einen Weg finden, wieder fernsehen zu können. So, zur Registerkasse wollen wir ja nicht. Wow, das ist ein sehr gutes Angebot. Ich sollte einen kaufen, sobald ich genug Geld zusammengespart habe. Und natürlich, sobald ich die Antenne repariert habe. Okay. Dosenschildkröte Vigilante. Wow, sie hört sich wütend an. Ich wette, sie wurde heute noch nicht gefüttert. Vielleicht lässt sie mich vorbei, wenn ich ihr etwas Essen bringe. Okay, Fernbedienungen, Handlungsanweisungen. Ich komme nicht ran, die Dosenschildkröte ist mir im Weg. Okay. Also mit der Registerkasse. Wir haben hier keine Raubüberfälle. Ja, du räuberst ja auch nicht. Also, du beraubst ja auch nicht, du stiehlst. Wenn keine Person da ist, die du verletzen kannst. Die Läden fühlen sich so sicher, dass sie sich nicht einmal die Mühe machen, irgendwelche Sicherheitskameras an den Kassen anzubringen. Da ist etwas Kleingeld, aber ich bin kein Dieb, also werde ich es liegen lassen. So, aber wir könnten wechseln. Gemäß Gesetz 4G5.6 kann ich zwei Gegenstände miteinander tauschen, wann immer es nötig ist, vorausgesetzt, sie haben denselben intrinsischen Wert. Wow, ich kann nicht glauben, dass ich mich immer noch an alle Gesetze erinnere, die ich in der Grundschule gelernt habe. Okay, ich tausche das gegeneinander. Ich sollte aber dem Besitzer lieber alles in einer Entschuldigungsnotiz erklären. Gemäß Würfelgesetz 4G5.6 habe ich mein Bargeld gegen einige ihrer Münzen getauscht. Ich entschuldige mich für die Unannehmlichkeiten, aber ich bin im Recht. Freundliche Grüße, C43-26-32. So, dann gehen wir wieder zum Ausgang. Und dann können wir die Münzen nehmen und mit dem Automaten einen Salat kaufen. Ich habe gerade genug Geld, um diesen Salat zu holen. Eine Münze, zwei Münzen, drei Münzen, vier Münzen. Einen Salat bitte. Hey, die Maschine hat mein Geld geschluckt. Tja, die Maschine hat mich beklaut. Ich denke, es ist nur fair, wenn ich es zurückklaue. Okay, also Haftnotiz. Ich habe keine Ahnung, was ich mache. Der Mülleimer ist leer, bis auf dieses Würfelkaramellen. Ja, bla bla bla. Diese Maschine hat mein ganzes Geld gefressen. Ja, und wie klaue ich das jetzt zurück? Aha. Dann würde ich doch mal zu den Antennen gehen. Abgebrochene Tafel. So, da ist Nachbarschaft. C453311, ein absoluter Megastar. Sie nennen ihn den Fernsehkönig, weil er tausende von Fernsehern in seinem Leben verkauft hat. Ich bin sonst kein Fan von Stars, aber er scheint ein cooler Typ zu sein. Jedes Jahr veranstaltet er ein riesiges Giveaway und spendet den Armen die Fernseher.
Werbung für Chips. Wenn du die Schachtel einmal geöffnet hast, kannst du nicht genug bekommen. Mann, das nur anzusehen macht mich schon hungrig. Ich liebe Chips, aber ich kann sie nicht essen, wenn ich in Form bleiben will. Ich habe hart für diese Ecken gearbeitet. Abgebrochene Tafel. Die Reklametafel ist umgefallen. Gemäß Gesetz S3.45 kann ich alles mitnehmen, was auf dem Boden herumliegt, vorausgesetzt, niemand sonst hat Interesse daran, es mitzunehmen. Wie kann ich sicherstellen, dass niemand sonst Interesse hat? Hallo, will irgendjemand diese Metallstange, die ich eben gefunden habe? Niemand? Okay, die Metallstange gehört jetzt mir. Da kann ich zum Zoll, da will ich momentan nicht hin, aber wir können ja mal trotzdem hinlaufen. Hey, was tun Sie hier? Sie sollten zu Hause sein und fernsehen. Meine Antenne ist abgebrochen, etwas ist auf mein Haus gefallen. Rufen Sie bitte die Notfallhotline an. Das ist keine Entschuldigung, mitten am Tag durch die Nachbarschaft zu streifen. Okay, tut mir leid, Sie gestört zu haben. Dann gehen Sie wieder. Ich möchte meine Sendung nicht verpassen. Okay, also gehen wir zurück zur Nachbarschaft. Gehen wir zurück zu den Einkaufsläden. Wenn die nicht wollen, dass die Leute rumstreifen, dann sollten sie doch einfach Personal schicken. So, dann würde ich die Metallstange mit dem Verkaufsautomaten benutzen. Der Verkaufsautomat hat mein Geld geklaut. Gemäß Gesetz 2F3.9, wenn jemand etwas von dir stiehlt, kannst du es zurückstellen, egal was es kostet. Tja, es sieht so aus, als würde es diese Maschine eine Scheibe kosten. Wow. Das war echt eine miese Aktion, den Automaten kaputt zu machen, nur um einen Salat zu bekommen. Ich sollte eine Entschuldigungsnotiz hinterlassen. Es tut mir leid, das Fenster des Verkaufsautomaten kaputt gemacht zu haben, aber er hat mir Geld gestohlen. Gemäß Gesetz 2F3.9 kann ich alles in meiner Macht Stehende tun, um es zurückzustehlen. Ich entschuldige mich für die Unannehmlichkeiten, aber ich bin im Recht. Freundliche Grüße, C43-26-32. So, dann können wir jetzt mit dem Salat zur Schildkröte gehen und den Salat an die Schildkröte verfüttern, die dann natürlich total zahm wird und uns... Nimm den Salat hier. Komm schon, Schildkröten mögen Salat, denke ich. Ja, Schildkröten mögen Salat. So, die jetzt natürlich unser bester Buddy ist, whatever. So, dann würde ich mal hier hingehen. Ja, sie ist ein gutes Tier. Wir sind als Freunde, oder? Dann schauen wir uns mal hier diese Handlungsanweisung an. Oder die Mütze. Okay, also das ist die Handlungsanweisung, um Antennen zu reparieren. Also, alles was ich tun muss, ist das hier zu sagen. Gemäß Gesetz 8N3.2 brauche ich Zugang zu ihrem Dach, um eine abgebrochene Antenne zu reparieren. Die Leute müssen mich in ihr Haus lassen, wenn ich das sage. Wow! Es wäre so einfach für einen Techniker, jemanden auszurauben. Ihr habt doch das Konzept von Rauben gar nicht verstanden. Also, Ersatzantenne, nur zum Gebrauch in Notfällen. Naja, sie haben mir gesagt, dass ich sie hier nehmen soll, dass ich hier nehmen soll, was ich brauche, und das brauche ich. Sobald sie erstmal auf dem Dach angebracht wurde, sind all meine Probleme erledigt. Laut Notfallservice kann ich eine Antenne ausleihen, ohne eine Entschuldigungsnotiz zu hinterlassen. Regierungsanordnung 4T2.9. Oh, ich bin wirklich ein übler Kerl. Ich bin ein echter Rebell. Warum? Weil du... Nein. Wow, sie haben neue Fernbedienungen. Die sehen fantastisch aus. Mit einem dieser Babys kann man Telefonanrufe machen, ohne vom Sofa aufstehen zu müssen. Das ist der Traum. Das ist eine Technikermütze. Nur ein lizenzierter Techniker kann so eine tragen. Wenn ich die trage, könnte mein Nachbar denken, dass ich Techniker wäre. Wow, vielleicht sollte ich für den Würfel arbeiten. Ich fühle mich mächtig mit dem Ding. Okay. Dann gehen wir zurück zur Nachbarschaft.
und gehen zum Haus des Nachbarn, zur Gegensprechanlage. Hallo. Wer sind Sie und was wollen Sie? Sie haben besser einen verdammt guten Grund dafür, mich beim Fernsehen zu stören. Hier ist C43-2632, Ihr Nachbarn. Hören Sie, mein Fernseher ist kaputt. Ich muss nur aufs Dach, um das zu reparieren. Aber ich muss durch Ihr Haus gehen, um darauf zu kommen. Woher weiß ich denn, dass Sie kein Dieb sind? Haben Sie irgendwelche Papiere oder sowas? Ich wette, Sie sind noch nicht einmal lizenzierte Techniker. Ich versuche nicht Sie auszurauben, aber nein, ich habe keine Papiere. Bitte hören Sie mir nur zu. Tut mir leid, aber keiner kommt mir ohne die entsprechenden Unterlagen ins Haus. Auf Wiederhören. Er hat aufgelegt. Ich sollte lieber einen Weg finden, ihn glauben zu lassen, ich sei Techniker. Gut, dann nehmen wir eben die Mütze, Gegensprechanlage. Hallo, gemäß Gesetz 8N32 brauche ich Zugang zu Ihrem Dach, um eine beschädigte Antenne zu reparieren. Tut mir leid, aber Sie haben keinen Termin mit mir vereinbart. Ich kenne meine Rechte und gemäß Gesetz 5F3.2 müssen Sie mich telefonisch informieren, bevor Sie versuchen, in mein Haus zu gelangen. Auf Wiederhören. Was für ein Idiot. Mein Nachbar wird mich nicht so einfach hereinlassen. So, das heißt, wir gehen zurück und bestellen uns vielleicht eine Pizza. Dafür würde ich ganz gerne die Nummer wissen von... Also ich kenne ja seine Nummer nicht. C37-1865 Pizza, bla... 7499. So. Rufen wir die mal an. 7499. Hallo, Sie sind bei Papa C37-1865 Pizzeria. Wie kann ich Ihnen helfen? Hi, kann ich eine große Quadrateria mit extra Schinkenwürfeln bekommen, bitte? Oh, tut mir leid, wir haben eben aufgehört, für heute zu liefern. Oh nein, wirklich, warum? Unsere Lieblingssendung fängt bald an und die wollen wir nicht verpassen. Oh, das verstehe ich. Es ist auch schon etwas spät. Einen schönen Tag noch. Danke für Ihr Verständnis. Genießen Sie Ihre Sendung. Und ich habe eine Errungenschaft dafür bekommen. Also ja, mal witzig. Okay. So, was ich jetzt halt brauche, ist... nein. Was ich jetzt dann brauche, ist quasi die Nummer von meinem Nachbarn. Wo kriege ich denn die Nummer von meinem Nachbarn her, damit ich ihn anrufen kann? Ah, Briefkasten des Nachbarn. Ich gucke lieber nicht rein. Es ist illegal, gemäß Gesetz F423. Tue nichts Schlechtes. Warte. Was ist mit Gesetz F823? Wenn etwas Schlechtes tun es dir erlaubt, eine Fernsehsendung pünktlich zu gucken, dann kannst du es tun, vorausgesetzt, eine Entschuldigungsnotiz ist am Tatort hinterlassen worden. Naja, ich denke, dann ist es okay. Nur eine Bestellbestätigung für eine Lieferung. Die Telefonnummer meines Nachbarn ist da allerdings draufgeschrieben. 4534. So, dann müssen wir erstmal eine Entschuldigungsnotiz schreiben. Es tut mir leid, dass ich Ihre Post geöffnet habe. Es war ein Notfall. Gemäß Gesetz F8.2.3 kann ich alles in meiner Macht Stehende tun, um meinen Fernseher wieder zum Laufen zu bringen. An Ihre persönlichen Informationen zu kommen, war für mich entscheidend, um meinen Fernseher repariert zu bekommen. Ich entschuldige mich für die Unannehmlichkeiten, aber ich bin im Recht. Freundliche Grüße, C43-2632. Okay, dann gehen wir zurück in unser Haus und... Okay, was war die Nummer jetzt? 4532? Ah... Okay. Das ist das, wenn man zu viel Text auf einmal liest. So, was ist die Nummer von dem Nachbar? 4534. Okay. Und zwei Zähler vertan. 4534. Hallo, gemäß Gesetz 8N3.2
brauche ich Zugang zu Ihrem Dach, um eine beschädigte Antenne zu reparieren. Hmph. Jetzt sofort? Ja, jetzt sofort. Okay, kommen Sie rüber. Ich werde auf Sie warten. Bis dann. Er hat schon wieder aufgelegt. Was für ein netter Typ. So. Wir benutzen das Ding. Bitte lassen Sie sich nicht zu viel Zeit. Ich will meine Lieblingssendung nicht verpassen. Hallo, ich bin der Techniker, mit dem Sie vorher telefoniert haben. Ich muss nur... Ja, ich weiß, wer Sie sind. Machen Sie es schnell. Klar, kein Problem. Ich sollte mich lieber beeilen. Meine Sendung wird bald losgehen. Perfekter Würfel. Oh, das ist ein perfekter Würfel. Was für eine tolle Art, den Würfel zu ehren. Ich würde ihn liebend gern in meiner eigenen Sammlung aufnehmen. Wie viel muss ein Würfel kosten, der so schön ist? Reich zu sein hat seine Vorteile. Okay. Da muss ich jetzt überall nicht hin. Bücher. Ich kenne keinen dieser Autoren. C4829, ich dachte, sie wäre Schauspielerin. Ich lese eigentlich nichts. Ich schaue lieber fern. Oh, das stimmt gar nicht. Manchmal lese ich auch die Fernsehzeitschrift. Statue. Die Statue eines alten Ritters aus dem Unabhängigkeitskrieg. Vor einigen Jahrhunderten haben wir gegen die anderen gekämpft. Im Endeffekt haben wir sie ausgelöscht. Die wenigen, die wir am Leben gelassen haben, sind in die Berge geflüchtet. Anscheinend leben ihre Nachkommen dort noch immer. Ich habe gehört, sie haben nicht einmal Fernseher. Ihr Leben muss so langweilig sein. Reich oder arm, das macht keinen Unterschied. Wir haben alle die gleiche schwarze Kiste zum Fernsehen. Oh Mann, eine weitere langweilige Polizsendung. Schon wieder diese Boxhitter. Wie ist es möglich, dass Leute dumm genug sind, diese wundervolle Union mit den Fernsehern verlassen zu wollen? Warum sollten sie das tun wollen? Das ist Unsinn. Alles ist toll im Fernsehen. So. Wo muss ich denn hin? Hier zum Ausgang oder? Ah, da ist der Balkon. Okay, da gehe ich zum Balkon. Da ist eine Lücke zwischen den zwei Dächern. Es ist viel zu weit für mich, um zu springen. Okay. Kann ich die Metallstange mit der Lücke benutzen? Das ist zu kurz, um damit eine Brücke zu bauen. Es würde besser mit etwas längerem funktionieren. So, okay, wunderbar. Antenne? Vielleicht kann ich die Antenne dazu benutzen, eine Brücke zu bauen. Irgendetwas sagt mir, dass das eine schlechte Idee ist, aber ich habe keine Wahl. Okay, das sieht gut aus. Komm schon, C4326-32, du kannst es schaffen. Okay, einfach atmen. Es ist nur eine kleine Brücke. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ah, ich kann es nicht tun. Vielleicht, wenn ich die Augen schließe. Hallo, hab keine Angst. Ich komme in Frieden. Wie kommst du zurück eigentlich, wenn... Was zur Hölle bist du? Du bist so hässlich. Naja, in meiner Welt bin ich ein echt gut aussehender Typ. Aber ich kann verstehen, warum ich nicht in der Lage bin... Warum du nicht in der Lage bist, das zu erkennen. Du bist es nicht wirklich gewohnt, Leute in meiner Form zu sehen. Du hast gar keine Ecken, das ist wirklich seltsam. Tja, das ist eine nette Vorstellung. Sollen wir dann weitermachen oder willst du mein Aussehen weiter beleidigen? Ich bin hier, um als Friedensbotschafter aufzutreten. Meine Vorgesetzten haben bereits Kontakt hergestellt. Ich bin sehr froh, endlich jemand von deiner Art zu treffen.
obwohl ich jemanden erwartet hätte, der ein bisschen höflicher ist. Eure Welt ist genauso wie unser Alter, wie unsere alten Entdecker es uns erzählt haben. Alles ist eckig geformt. Das ist erstaunlich. Und auch alle diese Farben. Es ist ein wunderschöner Ort. Farben? Was meinst du? Es gibt nur drei freie Farben. Schwarz, Weiß und Grau. Was? Nein. Sieh dich doch mal um. Die Welt erstrahlt in verschiedensten Farben. Rot, Grün, Blau, Gelb. Kannst du die nicht sehen? Von was sprichst du? Alles ist grau. Mach dich nicht über mich lustig. Gemäß Würfelgesetz darfst du... Was passiert? Hier. Was machst du da? Woher kommen diese Lichter? Wie machst du das? Wie kannst du es wagen, sowas zu machen, so kurz vor meiner Lieblingssendung? Das ist... Ich habe damit nichts zu tun. Ich schwöre. Komm mir nicht zu nahe, bleib weg. Ich habe eine Metallstange und keine Angst, sie zu benutzen. Ich will dir doch nicht wehtun, bleib ruhig. Geh weg, geh weg. Ah, es tut so weh. Autsch, bist du in Ordnung? Ich komme dir helfen. Das ist nicht, was ich erwartet habe. Das sind nicht die Leute, die ich treffen sollte. Bin ich auf dem falschen Planeten gelandet? Ich sollte die Zentrale sofort anrufen und dann dem armen Typen da helfen. So. Nein, was denke ich mir nur dabei? Gehen wir mal zurück zum Raumschiff. Oh nein, das Raumschiff hat die erzwungene Landung nicht gut aufgenommen. All diese blinkenden Lichter sehen nicht besonders gut aus. Maddie? Was ist hier los? Gib mir einen Statusbericht. Das Raumschiff ist 3 Meter höher gelandet als vorausgesagt. Der Schaden ist nicht irreparabel, aber auch nicht gut. Körperzustand 90%. Kosmetischer Schaden, das tut nichts zur Sache. Triebwerkszustand 60%. Okay, das ist nicht so gut. Triebwerke 10%. Das ist schlecht. Ich denke mal, wir müssen das reparieren, bevor wir wieder abheben können. Einfach ausgedrückt, ja. Ich bin gerade mal 5 Minuten auf diesem Planeten und es läuft schon alles schief. Ballmaschine. Ich habe keine Zeit, mir Maschinen anzugucken. Ich muss eine Nachricht ans Hauptquartier schicken. Ja, dann. Dächer. Ich sollte zuerst eine Notfallnachricht absetzen. Na dann. Maddie, ich muss die Zentrale kontaktieren. Initiere Notfallcode 4. Um einen Notfallcode initiieren zu können, brauche ich ein Notfallpasswort. Ist dasselbe wie das Landepasswort? Nein, ist es nicht. Pinball ist immer noch cool. Nein, noch 3 Versuche bis zur Selbstzerstörung. Ernsthaft? Das ist eine totale Überreaktion. Krebs sind besser als Pfannkuchen. Nein, noch 2 Versuche. Mission Impossible? Nein, noch 1 Versuch. Ich erinnere mich nicht daran. Das ist ein Notfall. Ich muss jetzt sofort eine Nachricht übermitteln. Möchtest du dein Passwort zurücksetzen? Mein Passwort zurücksetzen? Ich sagte, es ist ein Notfall. Jetzt lass mich einfach den Anruf machen. Du musst zuerst dein Passwort zurücksetzen. Du musst einige einfache Puzzles lösen, um ein neues Passwort zu bekommen. Kann ich nicht einfach einen Kreis ankreuzen, um zu beweisen, dass ich kein Roboter bin? Nein, dies ist ein Sicherheitssystem. Dies ist der einzige Weg. Darf ich dich daran erinnern, dass das hier ein Notfall ist? Du musst mich nicht erinnern, ich bin eine KI, ich vergesse nie etwas. Ernsthaft, was stimmt nicht mit dir? Nichts stimmt nicht mit mir. Ich vergesse keine Passwörter. Puh, ganz dünnes Eis, Maddie. Na schön, lass mich diese Puzzle sehen. Okay. Wir haben 2, wir haben 6, wir haben 8. Wir haben eine Zahl, die wir ergänzen sollen und dann kommt plötzlich 22. Was hier ein bisschen seltsam ist, weil plus 4, plus 2, plus irgendwas. Okay.
Also. Wir machen natürlich hier hinten weiter. Wir sagen 22. Und 36, das wären ja plus 14. 36, das ist plus die vorherige Zahl. Das dachte ich mir nämlich hier schon. Wenn wir bei Rot sind, dann ist es plus die vorherige Zahl. Wenn wir... wenn wir bei Grün sind, dann weiß ich noch nicht, was wir dann tun. Von Gelb auf Blau wären das auch 36, auch plus die vorherige Zahl. Und von Blau auf Ding weiß ich es nicht. Aber von Gelb auf Blau die vorherige Zahl wäre 14. Was dann stimmen würde, weil dann wäre hier natürlich 14, weil das hier ja auch die plus her. Also es ist immer plus die vorherige Zahl, aber ich weiß nicht, wie man dann von Grün auf 6 kommen. Oder das ist einfach nur die Prämisse. Also, wir wären bei 14. Habe es, und jetzt gib mir das Passwort. Erstes Puzzle komplett. Zwei weitere Puzzle verbleiben. Okay, plus 4. Minus 3. Minus 3. Plus 11. Plus die Summe. Was? Okay, da muss ich... Ernsthaft? Das kommt davon, wenn man die Ingenieur... Wenn man den Ingenieuren die Feldforschung überlässt. Drei Puzzles? Wer hat in einem Notfall denn Zeit für drei Puzzles? Naja, vielleicht würde ich das lehren, ein Passwort nicht noch einmal zu vergessen. So, also okay, wir denken nochmal drüber nach. 6 plus 4... gäbe 10. Minus die Hälfte dessen. Und dann wäre das nächste die Differenz aus den beiden. 4 plus 15 wäre 11. Nee, das macht keinen Sinn. Okay, hier hätten wir auch wieder plus 3. Okay, hier hätten wir 11. Wenn ich jetzt sage minus 3... Es hat was mit den Farben zu tun. Rot auf Gelb ist minus 11. Okay, wir gehen in die andere Richtung. Okay. Gelb auf Rot ist minus 11. Dann sind wir bei Rot auf Ding minus 3. Das hier ist auch. Das hier wäre dann minus 11. Plus 4. Also ist das hier... So rum wäre es plus 4. Also blau auf... Blau auf gelb... Nee, gelb auf blau sind plus 4. Blau auf grün sind minus 3. Also sind das hier minus 3.
Rot auf Grün gibt's nicht. Also wären das hier 11. Eins noch. Ha, stellt sich heraus, dass ich dann besser bin, als ich dachte. Für eine kugelförmige Person hast du signifikant länger gebraucht, die Lösung zu finden, als der Durchschnitt. Ich habe es in weniger als einer Mikrosekunde gelöst. Maddie, hör bitte auf anzugeben. Okay, also. Geschmeidig bleiben. So. Ich drehe mich mal wieder im Kreis, einfach weil ich es gewohnt bin. 5 und 19. Das da wäre ein 14. Unterschied. Rot auf Blau in die eine Richtung sind plus 5. Könnte das minus 5 sein. Und Blau auf Grün wäre mal 2 plus 1. Wenn das minus 5 ist, dann könnte es passen. Maddie, das letzte. Ich brauche Hilfe. Ich kann nicht weiterhin dieses Puzzle lösen. Jetzt gib mir einfach das Passwort, bitte. Ist dir aufgefallen, dass die Stücke verschiedene Farben haben? Versuche Zahlenwerte mit derselben Farbe zu addieren. Ach so. Das wären 30. Das wären 30. Das wären 30. Ah, okay. Dann sind es 18. Ja, alle drei Puzzle gelöst. Gute Arbeit. Du kannst dein Passwort jetzt zurücksetzen. Danke übrigens. Was war mein Passwort? Pizzakeks. Oh, natürlich. Meine beiden Lieblingsessen. Ja, es war offensichtlich. Also, was wird dein nächstes Passwort sein? Ein noch offensichtlicheres. Angeber, Maddie. Gespeichert. Wenn ich wetten könnte, würde ich eine Menge darauf setzen, dass du dieses auch wieder vergessen wirst. Diesmal nicht, Maddie. Initiere Notfallcode 4. Das Passwort ist Angeber, Maddie. Anruf in Bearbeitung. Major Edward am Apparat. Was ist Ihr Notfallbotschafter? Sir, ich habe Grund zur Annahme, dass ich auf dem falschen Planeten gelandet bin. Ich fordere umgehende Evakuierung. Negativ, Botschafter. Nach unseren Berechnungen sollten Sie genau am Treffpunkt gelandet sein. Warum vermuten Sie, dass Sie am falschen Ort sind? Vielleicht, weil ich auf einem Haus gelandet bin? Einem Haus? Einem Haus in einer Stadt. Unmöglich. Was sind Ihre Koordinaten? X26, Y84. Dann sollten Sie am richtigen Ort sein. Warten Sie. Ist es möglich, dass ich auf der falschen Seite gelandet bin? Auf welcher Seite sind Sie denn gelandet? Woher soll ich das wissen? Die mit dem gestörten Würfeln, die Farben nicht sehen können? Warten Sie. Was haben Sie gesagt? Ich habe einen von den Würfelleuten gesehen. Und naja, er konnte keine Farben sehen. Er war auch nicht glücklich. Andererseits ist ein UFO auf dem Dach gelandet. Also denke ich, es ist sein Recht, etwas aufgebracht zu sein. Hm. Naja, das sind jedenfalls nicht die Leute, mit denen Sie sich treffen sollten. Was soll ich denn dann machen? Sie müssen die richtige Seite des Planeten finden. Auf der Treffpunkt ist. Natürlich. Aber welchen Weg soll ich gehen? Ich weiß nicht. Werfen Sie einfach eine Münze. Sie haben gut reden. Die Antriebe sind ausgefallen. Sie finden schon einen Weg, Botschafter. Das ist die schlimmste Mission, auf der ich jemals war. Viel Glück, Botschafter. Lassen Sie uns wissen, wenn Sie sie gefunden haben. Anruf beendet. Warte. Wenn ich das Schiff zurücklasse, wie kontaktiere ich Sie dann? Deine Smartwatch. Du kannst sie benutzen, um Anrufe zu tätigen. Oh, die habe ich die ganze Zeit nur benutzt, um Pinball zu spielen. Du bist hoffnungslos. Du kannst sie benutzen, um mich zu kontaktieren, wenn du feststeckst. Und wenn du Hilfe brauchst. Du musst dir keine Nummer merken. Drücke einfach den Knopf. Ja, das ist sehr gut. Meine Smartwatch. Sie kann noch viel mehr als nur die Zeit anzeigen. Okay, dann schaue ich mir mal die Ballmaschine an.
Maddie, kann ich bitte eine Überlebensausrüstung haben? Natürlich, hier ist sie. Da ist ja kein Essen drin. Du hast nicht nach Essen gefragt. Essensrationen müssen separat angefragt werden. Hier ist eine. Reiswaffeln? Ist das dein Ernst? Du bist auf Diät und Reiswaffeln halten sich sehr lange, ohne schlecht zu werden. Was? Kann ich nicht einfach einen Keks haben? Du darfst einen pro Woche haben. Dieser ist für die nächsten 7 Tage. Also mach etwas daraus. Yes, du bist die Beste, Maddie. Alles, was ich jemals essen wollen könnte. Apfelkuchen, Kekse, Pizza. Der ganze andere Kram ist in Containerbällen hinter mir. Ich muss nur Maddie fragen und diese Maschine wird mir alles geben, was ich will. Hey Maddie, kann ich ein Stück Pizza bekommen? Mit extra Pepperoni? Nein, du hattest vor einer halben Stunde schon eins. Du hast schon 2 Kilo zugenommen, seit wir aufgebrochen sind. Woher weißt du, wie viel ich wiege? Dies ist ein sehr fortschrittliches Schiff. Die Bodenplatten messen dein Gewicht. Wir können dich nicht zu schwer werden lassen. Als Friedensbotschafter müssen wir dich perfekt in Form halten, mit einem perfekt gerundeten Körper. Oh, Maddie. Ich liebe es, wenn du über meinen Umfang sprichst. Okay, gut. An dieser Stelle würde ich aber sagen, machen wir wieder eine Aufnahmepause bzw. beenden das angespielt. Ich bedanke mich an dieser Stelle für die Aufmerksamkeit. Wenn euch das Spiel gefällt, ihr könnt es euch selber bei Steam besorgen. Wie gesagt, es ist kostenlos, also ihr müsst ja nicht mal einen Cent für ausgeben. Und dann könnt ihr selber das Spiel weiterspielen. Ich werde es persönlich privat wahrscheinlich sogar tun. Bedanke mich trotzdem an dieser Stelle für die Aufmerksamkeit. Wünsche euch noch eine tolle Zeit. Cheerio mit O. Und man sieht sich hoffentlich vielleicht mal wieder in einem nächsten Projekt. Bis dann. Ciao.